Hallo alle zusammen. Wir machen ja jetzt Zimtschneckenkekse. Dazu kommen wir gleich. Denn ich bin gerade außer Haus gewesen. Und dann kam mir ein Herr entgegen mit einem Paket. Und da möchte ich mich erstmal ganz, ganz lieb bei der Person bedanken, die mir von meiner Amazon-Wunschliste diese Nudeln geschenkt hat. Die sehen richtig gut aus. Bin mal gespannt, wie die sind. Also ganz, ganz lieben Dank. Da ist kein Name dabei. Sonst hätte ich den auch genannt. Hab nicht, also es ist immer so, dass ich da so aufgeregt bin in dem Moment. Also ich freue mich da immer wie so ein kleines Kind. Richtig, richtig lieb. Ich habe jetzt gerade schon wieder Gänsehaut, aber ich glaube, das wird man über die Kamera nicht sehen. Aber ja, weil ich mich da einfach immer total freue. Ist halt so. So, und jetzt wollte ich noch was dazu erklären. Und zwar eigentlich ist das Rezept, dass es wirklich so aufgebaut wird wie Zimtschnecken. Aber dann habe ich mir so ein paar Gedanken gemacht und habe gedacht, wir können die eigentlich auch einfacher machen. Weil sonst müsste man den Teig jetzt machen, dann kühlen, mindestens eine Stunde, dann zum Rechteck ausrollen, mit Butter einpinseln, Zimt und Zucker draufgeben, einrollen, wieder kühlen, dass man dann so Scheiben schneiden kann. Und da habe ich mir gedacht, wir machen es einfacher, aber ich will es trotzdem so benennen, weil so hat man halt gleich so eine Definition dazu. Ich glaube, jeder, wenn er Zimtschnecken hört, dann hat er da gleich so eine Erinnerung. Und deswegen, ihr könnt es natürlich auch aufwendiger machen, aber ich denke mal, die meisten werden von euch da auch sagen, nö, warum? So, die Mengen so stehen ja unter dem Video in der Infobox. Ich brauche jetzt hier wieder nur ein halbes Ei. Dazu wieder gesagt, einfach ein Ei verquirlen, davon die Hälfte nehmen. Oder man macht einfach die doppelte Menge, wie man will. Und genau, dazu kommt jetzt einmal normaler Zucker. Dann brauchen wir etwas Butter. Deswegen war ich nämlich einkaufen, weil ich keine Butter mehr hatte. Dann brauchen wir etwas Salz, Vanillezucker, etwas Backpulver, Mehl und etwas Milch. So, das verrühren wir. So, jetzt machen wir es nämlich so. Jetzt nehme ich einfach ein bisschen von dem Teig. Wenn es ein bisschen klebt, kann man auch noch Mehl mit dazu nehmen. So. Dann gebe ich das Ganze hier in die Butter. Und dann gebe ich das einmal nochmal hier in die Zimt- und Zuckermischung. So. Richtig schön. Soll ja auch danach schmecken. Und dann lege ich das hier neben mir auf mein Backpapier. So. Einfach wieder die Kugel. Das läuft ja eh im Ofen auseinander. Das muss jetzt nicht ein Schönheitspreis oder irgendwas haben. Schön mit Zimt und Zucker. So, das ist jetzt meine Menge. Nicht wundern, ich habe eine Kindertagesstätte gegenüber. Da ist öfters mal Geschrei. Das bleibt nicht aus. Ja, so geht das Ganze jetzt ab in den vorgeheizten Ofen bei 175 Grad Ober- und Unterhitze. So, und jetzt machen wir noch so einen Guss drüber, den braucht man aber nicht. Ich habe nämlich eben schon probiert, die schmecken echt super lecker. Man kann sie auch so lassen, das muss jeder für sich entscheiden. Dann gebe ich hier auch noch mal Zimt dazu, das steht zwar eigentlich so nicht drin, dass man hier auch noch Zimt reingibt, aber ich mache es jetzt mal, weil wenn es schon Zimtkekse sind, kann man hier auch ruhig genug dazugeben. Dann brauchen wir hier auch noch mal Butter und etwas Frischkäse. Und das verrühren wir. Ich habe noch einen kleinen Schuss Milch vergessen. So, aber jetzt haben wir alles. So,
Ja, und da verteilen wir das jetzt noch drauf. So, ich musste die jetzt mal für einen kurzen Moment in den Kühlschrank packen, weil sonst hätte ich überhaupt nicht die Möglichkeit gehabt, dass das Frosting irgendwie ein bisschen fester wird. Oder ich gucke jetzt mal. Also das ist jetzt eins, wo jetzt nicht im Kühlschrank war. Was ich übrigens noch mit reinschreibe bei diesem Frosting, ist noch etwas Vanille. Das hatte ich jetzt vergessen. Das werde ich noch dazu schreiben. Und ja, jetzt probieren wir einfach mal. Ich nehme jetzt, wie gesagt, den hier, den ich in der Hand habe. So, so lecker. Also wer Zimt liebt, dann liebt man es auch bei 35 Grad oder 37 oder was wir da haben. Also von daher, macht's nach, lasst es euch schmecken und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!